Wenn wir, meine Damen und Herren, heute eventuell durch all diese schönen Dinge ein bisschen länger machen wollten wieder, dann könnten wir Ihnen glatt zum Geburtstag gratulieren. Aber es ist ja Weihnachten, dann lassen wir es sein, sind wir ganz, ganz artig. Zu ihm, er ist ein Weltstar und das sogar in doppelter Hinsicht. Zum einen ist er einer der berühmten Bee Gees. Sie wissen schon, diese drei Brüder, die Musikgeschichte geschrieben haben. Aber das Außergewöhnliche ist, dass er auch ganz erfolgreich auf Solopfaden marschiert und das schon ziemlich lange. Und seine Fans, die zählt er in Millionen und seine Tourneen führen ihn rund um die Welt. Und heute Abend ist er hier bei uns in Rostock. Herzlich willkommen, Robin Gibb. Oh, how all ye faithful, joyful and triumphant, oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Heaven. Von Ihnen. Danke. Robin, Sie leben auf der Isle of Man, sind dort ja auch aufgewachsen, sind dann später mit Ihrer Familie nach Australien gegangen. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, wie feiert man in Australien Weihnachten? Well, in Australia, in Australien, da sind es etwa 40 Grad Celsius wie im Sommer. Wir haben immer noch Weihnachtsbäume, Weihnachtskarten mit Schnee drauf und die feiern Weihnachten genauso wie hier in Deutschland. Merry Christmas. Robin Gibb. Okay.